Hallo, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch 4 Do-It-Yourself, die ihr ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Also es sind ein paar mit Nähen dabei, die kann man auch per Hand nehmen, wenn ihr keine Nähmaschine habt. Und etwas für den Haushalt. Und ich bin mal ganz gespannt, wie ihr das findet. Ist auch was Kleines für Deko dabei oder als Geschenkidee. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein erstes Do-It-Yourself sind Wattepads, also Abschminkpads, und die kann man ganz einfach machen. Also ihr müsst euch einfach nur einen Stoff suchen. Ich habe jetzt hier einfach einen alten Pullover genommen, den ich ausrangiert habe, und ich fand den Stoff an sich ganz gut, weil der auch etwas dicker war. Also ich würde nichts nehmen, was sehr, sehr dünn ist. Und dann habe ich mir einfach ein rundes Gefäß genommen in der Größe, die ich ungefähr haben möchte. Und da ich halt keinen Stift hatte für Stoffe direkt, habe ich mir hier einen alten Eyeliner genommen, den ich halt so überhaupt nicht mehr verwende. Der ist auch schon uralt, also ich weiß gar nicht, bestimmt schon 10 Jahre oder so. Und da ich ihn nicht mehr verwende, nehme ich ihn jetzt einfach dafür, dachte ich mir. Und dann malt ihr so viele Kreise, wie ihr ungefähr Wattepads am Ende haben wollt. Also ihr müsst es aber mal 2 nähen, denn ich habe dann immer 2 zusammengenäht, damit es einfach dicker ist und ja, einfach griffiger und man es besser in der Hand hat. Ja, da geht es auch ans Ausschneiden. Also da empfehle ich euch wirklich eine Schärfe zu nehmen, die ganz gut Stoffe schneidet, weil das sonst total ausgefranst wird. Ich habe das nämlich in 2 Tagen gedreht, weil ich meine gute Schere in der Schule hatte und die musste ich dann erstmal mitnehmen. Und dann habe ich, wie gesagt, das doppelt genommen, also immer 2 von den Stoffkreisen. Und die habe ich mir erstmal so ein bisschen abgesteckt und dann ging das Ganze an die Nähmaschine. Ihr könnt es aber auch super per Hand machen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon mit dem ersten Do-It-Yourself. Also es ist super einfach, total simpel und man kann das mit alten Stoffresten eigentlich machen, also welche, die halt noch fürs Gesicht gut sind, sage ich mal. Und ich finde es auch eine super Geschenkidee und ja, finde ich ganz cool. Ich habe euch ja schon mal in einem damaligen Video ein Do-It-Yourself zu einem Waschmittel gegeben, das flüssig ist. Da muss ich sagen, da war ich dann doch am Ende nicht so zufrieden. Also man musste es halt schütteln und es war gut, aber ich fand es nicht so cool. Und jetzt habe ich ein neues gefunden und zwar Pulver und damit bin ich viel, viel zufriedener. Also das Video hier habe ich auch ein bisschen vorgedreht und das Glas, was am Ende dann auch fertig war, ist auch schon eigentlich fast wieder leer. Also ich mache das jetzt bald wieder neu. Und ihr braucht da eigentlich wirklich nur Natron, ihr braucht Waschsoda und ihr braucht Kernseife. Und die Zutaten mischt ihr einfach und die Mengenangaben findet ihr auch alle unten in der Infobox und ich schreibe sie euch hier auch nochmal hin. Und ja, das einfach alles durchmischen und dann habt ihr eigentlich auch schon euer fertiges Waschmittel. Und da das so einfach ist und immer mehr Dinge bei mir leer werden, die ich jetzt ersetzen möchte, wird es auch in Zukunft noch mehr Do-It-Yourself zu Hausmitteln geben. Also, falls ihr da Interesse habt, seid gespannt. Und hier noch ein kleiner Tipp für euch. Ihr könnt statt 2 Spüler, benutze ich schon seit bestimmt einem Jahr, einfach Essig und ein ätherisches Öl. Ich nehme meistens Lavendel, weil ich Lavendel liebe. Und das reicht eigentlich schon. Also dann ist eure Wäsche weich und sie riecht gut und es ist auf jeden Fall umweltfreundlicher. So, kommen wir zum dritten Do-It-Yourself und das ist so eine Geschenkidee. Also ich habe das meinem Bruder zum Geburtstag geschenkt. Ihr könnt es aber auch für euch selbst machen oder halt auch zum Verschenken machen. Und je nachdem, wie ihr das machen möchtet und was ihr direkt da machen möchtet, braucht ihr dann auch unterschiedliche Materialien. Also ich brauchte jetzt hier einen Bilderrahmen. Bei dem habe ich erstmal die Wand hinten entfernt. Und aus einem damaligen Do-It-Yourself-Video kennt ihr vielleicht schon diesen kleinen Hack von mir, dass ich Bilderrahmen, wo ich die Farbe nicht so toll finde, einfach mit Krepppapier abklebe und darauf kann ich dann halt meine gewünschte Farbe geben. Und ja, das habe ich dann hier mit Schwarz gemacht, weil ich finde, das hat sehr gut gepasst und es ist mein Bruder. Und das habe ich dann erstmal alles komplett angemalt.
Dann habe ich mir die Pappe von hinten genommen, also die an dem Bilderrahmen dran war, und habe da erstmal Leim drauf gemacht, also so ein Flüssigleim einfach, und habe dann zwei A4-Blätter, also einfach so Druckpapier genommen und das dann da drauf geklebt, da das mein Hintergrund werden soll. Und ja, es war nicht ganz A3, deswegen überlappt sich das, aber das ist überhaupt kein Problem, das sieht man am Ende auch gar nicht. Und dann habe ich das Ganze auch nochmal schwarz gemalt, außer die Mitte, weil da kam dann halt das Bild am Ende drauf und da habe ich das halt ein bisschen ausgespart. Ja, dann kam der, ich sag mal, Teil, der am längsten gedauert hat, also diese kleine Fietzelarbeit. Ich habe dann die Weltkarte erstmal umrandet mit Bleistift und habe geguckt, okay, wie will ich es ungefähr machen, wie genau. Und es sind ja mega viele kleine Inseln noch irgendwo verteilt und die habe ich jetzt zum Beispiel ausgelassen. Und ja, das hat erstmal ein bisschen gedauert. Und das Ganze habe ich dann mit so einem ganz feinen Cuttermesser ausgeschnitten, also beziehungsweise ausgecuttet. Und ja, das hat dann erstmal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Dann hatte ich etwas Moosgummi da, also ich hatte so einen Pack mit so ausrangiertem Moosgummi aus so einem Bastelladen. Und da habe ich mir jetzt die Rückseite genommen, weil die so schön blau war und dachte mir, das passt ja super so als Ozean. Und habe dann versucht, die Kontinente so aufzulegen, wie sie vorher waren. Was ich nicht wusste, die sind ja leicht ein bisschen schräg, also leicht schief, also nicht ganz gerade. Und da habe ich mir einfach die Vorlage nochmal angeschaut auf meinem PC und habe dann mit Leim, mit dem Pinsel dann noch ein bisschen das alles bestrichen, dass dann wirklich die letzten kleinen Ecken auch noch bestrichen werden und dann alles auf dieses Moosgummi draufgeklebt. Ja, und das Ganze kommt dann auf dieses schwarze Papier-Karton-Dingens, was ich gemacht habe. Vorher habe ich mir dann noch Bilder rausgesucht von meinem Bruder, von den Ländern, Städten, wo er schon war. Und dann hatte ich die auch in einer perfekten Größe, sage ich mal, in Photoshop einfach mir zurechtgelegt und habe die ausdrucken lassen. Die habe ich dann jetzt ausgeschnitten und dann habe ich mir so Sticknadeln genommen und eine Zange und habe die mir noch kleiner gemacht, weil es ja nicht bis hinten durchgehen sollte, man sollte sich ja nicht verletzen. Und die habe ich dann dahin gemacht, wo dann die Städte bzw. Länder waren, wo mein Bruder schon war. Ja, das Ganze habe ich dann mit einem Faden jeweils und dem Bild dann halt verbunden. Ich habe dann einfach immer so das Klebeband so doppelt genommen und habe dann das hinten aufs Bild geklebt, den Faden ein bisschen straff gezogen und dann direkt so drauf. Und das mit den Fäden, das war auch eine Fietzelarbeit, an die Stecknadeln dran zu machen. Also da braucht man ein bisschen Geduld, aber es hat am Ende geklappt und ich fand es auch mega cool. Aber ein kleiner Schritt fehlt dann nämlich noch. Und zwar das Dekorieren. Und ich dachte mir, ich könnte ja meinem Bruder jetzt nicht sonst was hier drauf machen. Deswegen dachte ich mir, ich mache so ein bisschen das so himmelartig, galaxieartig und habe dann so kleine Steinchen und Sternchen draufgeklebt und das Ganze in den Rahmen befestigt. Und ich finde, das sieht so cool aus. Ich finde das so total edel irgendwie aus und bin total stolz drauf. Und er hat sich auch gefreut drüber. Und ich hoffe, dass er das selbst auch für sich noch ein bisschen dann ausfüllen wird, je nachdem, wo er dann mal so hinmacht. Und fand das eine mega coole Geschenkidee. Und bin froh, dass ich das so gut hinbekommen habe. Ist sogar besser geworden, als ich gedacht hätte. So, dann kommen wir zu meinem letzten Do-It-Yourself. Und das ist jetzt wieder etwas aus Stoff. Und zwar braucht ihr da einfach so ein altes T-Shirt oder ein altes Top, was aber noch relativ gut in Schuss ist. Und das schneidet ihr erstmal aus zu einem Rechteck oder Quadrat, je nachdem, welcher Form ihr das haben möchtet. Ich habe mich jetzt hier einfach an meinen Linien von dem T-Shirt irgendwie orientiert und bin direkt unter der Achsel dann
so vorbeigegangen. Und dann habe ich mir das nochmal abgesteckt. Also ich habe die Ränder, die nicht so schön aussehen, habe ich mir dann nochmal abgesteckt. Und es sollte ja auch ein bisschen vernäht sein, also dass es dann am Ende gut aussieht, ein bisschen stärker ist. Und ja, habe das dann erstmal alles rundherum abgesteckt. Das Ganze wurde dann genäht. Und dann habe ich auch noch oben das Ende, also das, was unten sein soll am Ende, habe ich dann auch noch mal ein bisschen abgesteckt. Plus ich habe das auch gleich noch zugesteckt, weil das ja zu sein sollte. Und das habe ich dann auch direkt dann noch genäht. Und vergesst aber nicht bei sowas, dass ihr immer noch zurücknähen müsst und dann erst vorher, dass es dann halt gut vernäht ist und nicht am Ende wieder auftrottet. Und das Gleiche macht ihr dann am Schluss auch noch mal. Dann habe ich von dem Pullover, wo ich die Wattepads gemacht hatte, habe ich unten ja so einen Gummibund gehabt und den habe ich mir jetzt einfach direkt genommen und habe den komplett ausgeschnitten von diesem Pullover und den habe ich dann auch nochmal zur Hälfte geschnitten, also dass es ein bisschen dünner wird und somit habe ich dann zwei Träger am Ende dann gehabt. Und dieses Band habe ich dann nochmal zur Hälfte genommen und habe das zur Hälfte nochmal so zugenäht, dass es einfach ein bisschen dünner ist und ein bisschen stabiler. Und dann von hinten, sage ich mal, von innen in den Beutel genäht. Und das habe ich mit der Hand gemacht, weil ich das mit der Nähmaschine etwas anstrengend fand. Und das geht aber super schnell. Das habe ich dann auch einfach neben einer Netflix-Serie, glaube ich, gemacht. Und genau, dann ist nämlich der Beutel an sich auch schon fertig. Und da die Träger ein bisschen lang sind und je nachdem aber, was ich rein tue und wie es dann aussehen soll, habe ich das dann oben erstmal mit einem Knoten festgemacht. Also dann ist es ein bisschen kürzer und es sieht ein bisschen anders aus, finde ich. Man könnte es jetzt auch noch irgendwie schön gestalten und irgendwas Cooles draufnähen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil es einfach nur ein Jutebeutel sein soll für mich. Und bin total happy und finde das total cool. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, da würde ich mich mega drüber freuen. Oder ihr könnt mir auch natürlich auch folgen, falls ihr meinen Kanal noch nicht folgt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video bald wieder. Und dann bis bald. Tschüss.